Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NoBot. Heute möchte ich euch 5 Tipps oder 5 Sprüche geben, die ich in jedem Kurs von mir gebe, denn sie sind recht hilfreich und dementsprechend seid ihr heute dran. Los geht's. Nummer 1. Den Spruch, den ich Anfängern am häufigsten gebe, ist: Denk dran, du bist der Fahrer. Und das sage ich nicht ohne Grund, denn viele Ansteiger vergessen oft, dass sie das Snowboard steuern müssen. Gerade wenn sie die ersten Abfahrten runter machen und eigentlich bremsen sollten, warten sie darauf, dass das Snowboard mysteriös von alleine bremst und vergessen tatsächlich dann selber das Bremsen. Dementsprechend müsst ihr im Hinterkopf behalten, wenn das Snowboard etwas machen soll, dann müsst ihr das Ganze einleiten, denn ihr seid nicht Mitfahrer, sondern ihr seid Fahrer des Snowboards. Nummer 2. Ich vergleiche Snowboard immer sehr gerne mit Tai Chi. Warum? Weil Tai Chi macht man sehr bewusste, ruhige, langsame, flüssige Bewegungen. Und so sollte das beim Snowboarden auch sein. Alle Bewegungen sind entspannt, sind ausführlich, aber gleichmäßig und bestimmt. Dementsprechend kein hektisches Rumgehampel, sondern wirklich macht nur die Bewegungen, die notwendig sind, macht diese ruhig und macht diese deutlich und flüssig. Nummer 3. Ich sage am Anfang ganz oft, dass die Knie eure Federn sind. Und das ist auch richtig so. Und dabei möchte ich auch bleiben. Aber ihr dürft dabei nicht vergessen, dass eine Feder sich bewegen kann. Und das vergessen viele Anfänger. Die stellen sich dann in die Grundposition rein und verharren dort wie aus Stein. Und Federn aus Stein bringen nicht sonderlich viel, sondern müssen sich auch bewegen können. Und dementsprechend, wenn ihr runterfahrt, benutzt eure Knie tatsächlich als Feder und gebt denen auch die Möglichkeit, sich zu bewegen. Gerade wenn ihr unebenen Schnee vor euch habt. Denn nur dann bringen euch die Knie tatsächlich etwas. Nummer 4. Ich sage häufig, dass man sich nach vorne lehnen muss. Und gerade wenn man das Snowboard drehen möchte, ist es sehr wichtig, dass man sich nach vorne lehnen muss. Aber viele Leute haben einfach Angst. Und mein Tipp dazu ist immer, stellt euch vor, unter eurem vorderen Fuß ist etwas, das ihr zertreten wollt. In den meisten Fällen einfach eine dicke Spinne. Dementsprechend stellt euch mental einfach vor, dass bevor ihr in die Kurve reinfahrt, ihr etwas vor euch auf dem Board habt oder unter eurem Fuß habt und das müsst ihr richtig zertreten. Und dann habt ihr das Bild im Kopf, ihr macht die Bewegung dazu und dann bleibt ihr einfach in dieser Vorlage mit diesem zertretenen Bild im Kopf einfach stehen und wartet, bis das Snowboard sich von alleine dreht. Und mein letzter Tipp, den ich immer gebe, ist: Material interessiert nicht. Gerade Fortgeschrittene kommen immer an bei Tricks, die sie üben sollen. Ja, wenn ich dein Snowboard hätte, dann wäre das so viel einfacher. Und das ist einfach nicht wirklich richtig. Natürlich gibt es Snowboards, die für manche Sachen mehr gemacht sind als für andere. Aber dennoch kann man alle Sachen beim Snowboarden mit allen Brettern ausführen. Das bedeutet, ich kann auch mit der härtesten Planke einen Press machen. Das bedeutet, ich kann aber auch mit dem weichesten Board irgendwie carven. Natürlich ist das nicht optimal dafür und natürlich kommen die Boards dann irgendwann an ihre Grenzen, aber dennoch gibt es diese Ausrede nicht. Das Material sollte nur auf euch zugestimmt sein, das heißt, ihr solltet in euren Boots nicht mit euren Füßen rumwackeln können, eure Bindungen sollten nicht irgendwie XXXL sein, wenn ihr S-Boots habt. Also solange euer Material schlüssig zu euch passt, könnt ihr alles nur beim Snowboarden ausführen und natürlich, das bestimmte Material für bestimmte Fälle sind hilfreich, aber nicht notwendig. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass als ich Snowboardfahren gelernt habe, ich habe Pressen gelernt mit einem Stück Holz und das war ganz gar nicht weich. Also dementsprechend, für mich galt das, diese Ausrede damals nicht und dementsprechend gilt sie für euch heute auch nicht. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch doofe Sprüche oder hilfreiche Sprüche von euren Snowboardlehrern im Kopf habt, dann schreibt sie doch unten in die Kommentare. Da können wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, auch da unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.